Ich heiße Benny Manig und ich studiere hier an der Universität Zürich Theologie. Und vor ein paar Jahren habe ich mir eine Elberfelder Bibel gekauft. Aus dem Grund, dass ich im Bücherladen stand und diese Bibel zum halben Preis ausgeschrieben war, weil vorne ein paar Seiten zerknittert waren. Ich habe sie also gekauft, ich habe sie aufgeschlagen und gelesen und gemerkt, die Bibel ist ja total kompliziert. Nun ja, ich hatte die Bibel gekauft und musste mich wohl oder übel damit abfinden. Mittlerweile habe ich die Elberfelder Bibel aber lieben gelernt. Sie ist sehr stark am Hebräischen und am Griechischen orientiert. Und das überzeugt mich, weil ich weiß, dass Jesus, Paulus oder Mose nicht Deutsch sprachen. Und mit der Elberfelder Bibel komme ich so nah wie möglich an diese alten Sprachen ran. Jede Übersetzung ist immer Interpretation, weil ein Wort in einer fremden Sprache auf verschiedene Arten übersetzt werden kann. Die Elberfelder Bibel tendiert immer dazu, den Grundtext möglichst wörtlich wiederzugeben, was zwar die Lesbarkeit im Deutschen erschwert, aber verhindert, dass man Sachen falsch interpretiert. Machen wir ein Beispiel. In Johannes 16, Vers 33 übersetzt die Luther-Übersetzung: In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Die Elberfelder Übersetzung schreibt: In der Welt habt ihr Bedrängnis. Und das ist das Wort, was im Griechischen steht. Es geht nicht um eine innere Angst, sondern es geht um eine äußere Bedrängnis, das viel größer ist als Angst. Jesus spricht hier von Christenverfolgung. Er spricht von gewaltvoller Unterdrückung und dieser Machtmissbrauch, den gibt es auch noch heute. Und Jesus hat die Welt überwunden in der Bedrängnis, nicht nur in der Angst. Wenn du also die Bibel studieren willst, wenn du Inputs schreiben oder Predigt schreiben willst oder einfach in die Sprachwelt der Bibel eintauchen willst, dann kann ich dir die Elberfelder Bibel herzlich empfehlen.